Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, nach sehr langer Zeit gibt es mal wieder ein Video. Ich hatte jetzt viel zu tun wegen Abitur und so, aber jetzt wird natürlich wieder Vollgas gegeben. Und zwar kamen ja die Prime Icon Sets raus und da dachte ich, mache ich mir natürlich ein SBB darum. Und mit dabei ist der gute Max, grüß dich. Moin Jungs, was geht ab? Heute mal Prime Icon SBB. Ich bin gespannt, wie wir aus dem Pack ziehen. Ich hoffe, wir lacken rein. Ehrlich, ich hoffe es. Jo. Bei Max haben wir natürlich auch ein Prime Icon SBB aufgenommen. Erster Link in der Videobeschreibung, wie immer, natürlich auch auf jeden Fall auschecken. Und wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, kostenlos abonnieren, ihr kennt es auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, darf der Gast mal anfangen mit dem Pack. Na gut, komm, machen wir's. Okay, du darfst runterzählen. Okay. Dann öffne ich's. 3, 2, 1, go. Wir machen jetzt mal wieder ein altes Nose-Pack auf Hoffnung. Oh. Grüße gehen raus an Roto Shaw damals. Gute Zeit gewesen. Ich hoffe einfach auf eine gute Fahne und bitte, 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 bitte bring was Gutes. Oh mein Gott, geh mich, ich gehe nach Hause, ich gehe nach Hause. Oh mein Gott, Litmanen, ich gehe, ey, ich kann nicht mehr, wirklich. Das okay. War's. Obwohl, ist gutes SPC-Futter. Ja. Genau. Lass mal's an der Stelle gut sein. Oh Junge. Okay. Alles gut. Zählst du runter? Alles gut, wir zählen runter. Ich wünsche dir mehr Lack. Ich schicke jetzt meinen Lack rüber. So, zack. 3, 2, 1. Auch ein Nosepack. Abfahrt. Nosepack auf Hoffnung. Genau, Nosepack auf Hoffnung. So sieht's aus. Bitte nicht eine richtige Müllnation einfach. Schön, Finnland. Holland? Oha. ZDM, Digga. Wer ist das? Rijkaard? Ach, perfekt, Junge. Ich hatte so Hoffnung. Okay, ja, aber... schauen wir mal. Ist halt leider nichts Offensives, aber geht fit auf jeden Fall. Wird schon. So, dann kommen wir jetzt eben zum Teambuilding. Wir haben uns gerade entspannt zwei richtig nice Teams gebaut, denke ich mal. Ich zocke im 4-4-2, Max im 4-2-2. Und weil du der Gast bist, stellst du dir mal die Spieler zuerst rein. Ich halt rein. Okay, let's go. Also wenn du die hast, ja, dann wirklich Zehner auf meinen Nacken. Skoko spiele ich vorne im Sturm. Ist so eine lateinamerikanische Karte da und dann im ZM bzw. im ZDM spiele ich ein Team of the Season von Fernandes 94er Karte. Die hatte ich in Rot gezogen, deswegen ich wollte die unbedingt mal einbauen. Ja, der ist gut, den habe ich mal in der Weekend gezockt. Und ich habe geschrieben Osimhen und Renato Sanchez. Kannst du also beide behalten. So, aber ist das. Ist ja fast immer bei Icons so, da zockt man immer so richtige random Tots, weil man den Link hat. Ja, richtig. Deswegen stelle ich jetzt mal rein. Hältst du rein? Jo, ich halt rein, bin gespannt. Und zwar im rechten Sturm zockt der gute Ozon Eduard und RM dann Forrest. Leider nicht der Euroleague, wobei was ist leider eigentlich besser so, weil dann hätte ich Kent nicht gehabt. Kent, ja genau. Da ist Kent auf jeden Fall schon das Bessere. Ich habe Depay und Bergius, also ich habe mich von diesen holländischen Links da leiten lassen. Schade, machst du nichts. Weiter geht's mit meiner rechten Seite. Bei dir ist es, glaube ich, auch irgendeine Seite. Und starte mal rein. Genau, die linke bei dir, ZDM. Da brauche ich auf jeden Fall jemanden sehr defensiv stark. Ich habe mich für Van de Beek Tots entschieden. Also der muss den Kasten hinten sauber halten. Dann Malen Future Star vorne. Und dann spiele ich eine richtige Legende. Grüße ich immer aus am Bene, den guten Bergwijn in Form. Ich bin mit dem, der argentinische Link da auf der 6. Der hat mich ein bisschen verleiten lassen und ich bin mit Dominguez, Gomez und Lautaro gegangen. Kannst du also alles behalten? Freut mich doch, finde ich sehr, sehr schön. Ich halte mal drei Spieler für dich rein. Vielleicht hast du davon wen genommen. Ist möglich, aber ich glaube nicht. Ja, und zwar im Sturm steht bei mir der gute Carlos Tevez und dann kannst du ja eigentlich schon denken, wer im ZM steht. Und zwar haben wir tatsächlich den gleichen Spieler. Ich habe nämlich auch Fernandes und links steht der linke Flügel und zwar Ocampos. Ah ja, okay. Nee, ich war in der französischen Liga, irgendwas mit Mbappé und Co. War ich weit von entfernt, darfst du alle behalten. Ich muss hier mal wen raussnipen, sonst wird es hier ganz eng, glaube ich. Jo. So, da kommen wir jetzt eben zu Außenverteidigern. Sind meistens auch relativ wichtige Positionen. Wenn da ein Bronze-Torwart steht, dann wird der meistens komplett überrannt und aus dem Spiel genommen. Deswegen halte ich jetzt mal rein. Hoffentlich treffe ich einen von dir. Ich hoffe es einfach nicht. Ich bin links gegangen mit einer Headliner-Karte, die habe ich gerade frisch auf dem Transfermarkt bekommen. Hat mich auch gewundert. Digne. Also das heißt ein bisschen Premier League Flair, dies, das. Und dann rechts, ja. Entweder Dumfries oder
Dampfreis, keine Ahnung, oder Kleiber. Ja, einen von beiden, denke ich, hast du aufgeschrieben. Ich habe mich für Dumfries entschieden, aber dann habe ich mich nochmal umentschieden zum guten Kleiber, von daher habe ich den genommen. Ja, also ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, als du Dumfries gesagt hast, habe ich mein Board gegen den Stuhl gehauen. Aber dann hast du gesagt, dass du auf Kleiber geswitcht bist, denn ich habe Kleiber aufgeschrieben. Nein. Und Dingsetager bin ich mit Mandy von City gegangen, aber als du... Oha. Aber als du Headliner... Warst du da bitte dran? Ja, als du Headliner gesagt hast, da wusste ich schon, dass es leider Dinje ist. Ciao, Leben, Leute, das war's komplett. Schöner Bronzeverteidiger ist bei mir drin. Vielleicht kann ich hier auch noch einen rausschießen. Ich werde mal reinhalten. Genau, der Bronzetorwart halt. Genau. Linksverteidiger bin ich mit dem guten Renan Lodi gegangen. Und Rechtsverteidiger mit Cuadrado Tots. Cuadrado Tots, okay, da bin ich ja gespannt, wie du das denn bauen willst. Da bin ich mit Emerson gegangen und ja, wenn ich einen Brasilianer aus der La Liga aufgeschrieben habe rechts, dann habe ich natürlich links auch einen aufgeschrieben, der sich Lodi nennt. Let's go, darfst du einen schönen Bronzekeeper reinbauen. Sehr, sehr schön, gefällt mir. Perfekt. Das Finale steht an, das heißt Innenverteidiger und Torhüter, da will ich jetzt unbedingt alles auf Fullcam haben, beziehungsweise auch gute Spieler haben. Ich gehe mal rein, ich hoffe, du hältst deinen rechter IV, ist bei mir ein Holländer namens Ake. Ich habe gedacht, du hast dich mal so ein bisschen täuschen lassen, weißt du? Links gehe ich mit einer alten Freiburg-Legende, der gute Soyuncu. Wo ist er denn? Soyuncu da und dann im Tor spiele ich den guten Kaspar Schmeichel. Das ist schon ein bisschen risky, muss ich sagen, aber ich hoffe einfach nicht, dass du drauf gekommen bist. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass Fernandes und Skoko ein Perfect Link ist. Perfekt. Ich habe Foyth, Otamendi und Ederson. Perfekt. Let's go. Oh, Junge. Oh, oh, da hatte ich Glück. Da hatte ich Glück, wenn ich ehrlich war. Genau, so Perfect Link. Ich halte dann... Ich gerade schon. Ja, deswegen. Ja, sehr, sehr schön. Freut mich. Okay. Ich darf auf jeden Fall mit Verteidigung ein bisschen spielen. Ich hoffe, du hast da irgendeinen Typen drin, den ich zum Bronzespieler ersetzen kann. Schieß mal. Okay. Ich hoffe aber mal, dass sich der gute Rijkaard und Cuadrado Link verleiten lassen hat, da De Ligt aufzuschreiben. Denn ich gehe mit dem guten alten Chiellini in der rechten Innenverteidigung. Linke Innenverteidigung gehe ich mit Luis Felipe und im Tor mit Strakosha. Ja, lieber Dön, wie soll ich denn das sagen? Oh nein. Also ich kann dich schon mal beruhigen. Ich hätte Bonucci oder De Ligt aufgeschrieben. Ich habe mich dann für De Ligt aufgeschrieben. Dann habe ich auch noch gesehen, so links Brasilianer. Was ist denn da los? So ein Felipe kann man da aufschreiben. Und im Torhüter so ein Strako. Ich hatte den jetzt abgekürzt. Strako, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist ja, der Typ. Okay. Also, ja, perfekt. Von daher pelzt da mal zwei Bronze-Typen rein und dann Abfahrt. Ja, sehr, sehr gerne. So, dann sehen wir jetzt gleich das Team vom guten Max. Also ich muss sagen, auf jeden Fall richtig nice. Bis auf den Rechtsverteidiger, den habe ich zum Glück noch gesniped bekommen. Ist so, naja. Sonst wäre komplett Sense gewesen, glaube ich. Aber Ende, Kappa. Der Fernandes und Van de Beek, das ist halt richtig starke Doppel-6. Ja, deswegen was schönes Defensives, dass da hinten schön gemauert werden kann, Kappa. Mein Team sieht natürlich auch klasse aus mit den drei, ja, mit den schön drei links Bronzeverteidiger. Der Bronze in der Ecke macht Spaß. Genau, und dann würde ich sagen, gut Kick auf jeden Fall, Max. Let's go, ein gut Kick in die Runde. Das war's Omelette. Ja, das war's an der Stelle. Let's ja, go, Edo. Lassen wir's. Aber Angriff hast du halt trotzdem komplett, das ist eklig. Ja, die Verteidigung ist halt komplett Rotze, aber vorne geht's noch. Ja. Na gut, dass er den reingemacht hat, der gute Eduard. Hat halt echt geisteskranke Werte. Oh nein. Benedikt. Bernie, let's go. Diesmal schlägt er nicht die langen Bälle in Game. Das ist ja Bronze-Keeper hinten. Ja, aber es ist Bernie und der schlägt diesmal nicht die langen Bälle gegen dich, sondern... Oh, stimmt. Am Tor. Oh nein, Bernie, der Typ wieder. Bernie ist der übste King. Nein, Junge. Bronze-Keeper um den Pass, will ich bloß sagen. Oh. Oh. Littmar, oh mein Gott, Gott, er kriegt ihn an den Rücken. Er kriegt ihn an den Rücken. Ich fass es nicht. Er steht gerade auf und kriegt ihn an den Rücken. Da ist der Eduard wieder. Let's go. Ich hab doch zugestellt. What the fuck, was war denn das? Junge, Eduard ist richtig. Ich hab mich doch da vorgestellt. Eduard, der Riegel. On fire wie ein Waldbrand, der Typ. Ach, Mann. Jetzt manche Rapper sagen. Ja, guck dir das mal an, jetzt in der Wiederholung. Also ich hab mich eigentlich da vorgestellt. Ja, der hat gegrätscht, der Hänger. Was ist denn mit dir, Soyuncu? Ach, Soyuncu. Ich hab auf Gerätschen gedrückt. Da sah es früher besser aus. Der ist nervös gewesen.
Nein, oh Junge! Was? Er blockt ihn weg! Mangraviti! Junge, er blockt ihn halt wirklich perfekt weg, ne? Ja, oh mein Gott, also ey. Wie schlecht kann man das spielen auf einer Skala von 1 bis 10? Ich hab's nicht. Nein, Junge, das ist sogar Chiellini! Let's go, Mann! Boom! Oh Mann, ey. Boom, 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 boom. Junge, malen, Alter, das am Ballen und da schenkt er. Den hält halt auch der Bernie nicht. Der Bernie, da kann nichts machen. Nein. Eduard, ganz, ganz ruhig. Bisschen gemoved, den Torhüter, man munkelt. Und das war's dann auch wieder. Omelett. Junge, der Eduard, ich muss sagen, der fühlt sich anders gut an am Ball. Na der, also was der vorhin für einen Antritt hatte, da habe ich mal kurz hinterher geguckt, aber nicht. Ja, den hat er, den hat er. Ja, das oh gibt's nicht, kannst du mir nicht erzählen. Das gibt's nicht. Malen, 97 Pace, oder wie viel das? Was wird denn das jetzt hier? Oh mein Gott! Junge, was hat denn der gerade gemacht? Ey, ciao, Leben. 3-1 zur Halbzeit. Eduard mit einem Hattrick jetzt schon, der ist anders gut, Reed. Eduard? Oh nein, Mangraviti. Oh nein. Oh. Junge, was ist das denn? Was sehe ich hier? Chiellini, Junge, der hat die Erfahrung. Ja, Quadrado, Junge, das ist deiner. Nein. Das gibt's doch nicht. Junge, wie schnell ist der? Das gibt's nicht. Der hat ihn einfach komplett abgelaufen. Was mache ich? Ey, ich bin doch so knüppelt. Oh, so, Chiellini, wirklich, was? Ganze. Oh mein Gott, als ob. Bernie, Junge. Wer kann hier Freistöße schießen? Bernie. Bernie, ich glaube an dich. Bernie! Oh, oh mein Gott, der Torwart! Der Torwart! Das gibt es nicht! Der Torwart war das einfach. Oh mein Gott. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Wie in der das Torwart rausgeköpft hat. Ich kann ihn nicht anwenden, den Torhüter. Okay. Tevez? Oh! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Was sehe ich hier? Ja. Habe ich gerade das Tor des Jahres bekommen? Sportschau, wo sind sie? Sportschau. Junge, was war das? Junge, was ein wilder Pass. Also wirklich, was der Arcade aber auch macht, das ist ja. Das ist Arbeitsverweigerung. Ich dachte sogar, es wäre abseits. Ich habe einfach nur so geschossen. Nein, der Torwart! Och nee! Junge, die hauen sich gegenseitig um! Schießt einfach! Bernie! Oh Mann! So ein Tor müssen wir reinlacken. Litmanen, da ist er, Junge, so ein littes Torkapper. Ey, dass dann natürlich dann der Bronze-I vorankommt, Alter. Chiellini, Junge. Nein! Oh Mann! Bernie! Oh! Der Torwart! Ich fahr aus dem Stuhl. Ich fahr aus dem Stuhl heraus. Egal, ich fahr aus dem Stuhl heraus, Alter. Die Chance gerade, ne? Das kannst du mir nicht erzählen, zu krank. GG an der Stelle. Hätte eigentlich ein Tor sein. Was macht der Malen da, wirklich? Nee. Nee, nee, nee. 3 Discards. Bei 4222. Und ich nehme einfach mal den rechten Stürmer, den rechten Sechser und den rechten Innenverteidiger. Ja, gut. Litmanen kam und geht wieder an der Stelle. Hast den guten Litmanen getroffen. Let's go. Icon-Discount nicht schlecht an der Stelle. Dann habe ich noch den guten Schmeichel im rechten ZDM und rechten Stürmer war der gute Malen. Ja, nice. Den Litmanen hätte ich jetzt so oder so in die nächste SBC gepelzt und von daher haue ich ihn jetzt mal weg. Linker IV war nach der Fernandes, linker ZDM Van Beek, aber ansonsten, ja, geht's auf jeden Fall klar. Und linker ZOM war der schöne Bronzetyp. Schade, ich gebe die mal ab. Nice. So, da ist der gute Schmeichel, der Litmanen, der Malen, Team absenden. Leider ist die Icon wieder weg. Schade, ich hätte sie gerne in die nächste Icon SBC wieder gepackt, aber machst du nix. Ja, Gameplay war klasse. Vor allem, ich ärgere mich immer noch über diese Chancen der 90. Schade. Jo.
Der Mann hätte ihn eigentlich easy machen müssen, vor allem im Lauf gegen den Torwart. Und ja, dann mit Bernie im Kasten. Ciao, Leben. So, damit danke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Bei Max haben wir, wie schon gesagt, auch ein Video aufgenommen, auch ein Prime-Icon. SDW war natürlich auch ein sehr nices Game, muss ich sagen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit wieder bei, wahrscheinlich noch einem SBB oder ähnlichem. Jetzt wird auf jeden Fall wieder YouTube durchgezogen, denke ich, weil ich mit Schule fertig bin. Und wie immer, die letzten Worte hat der Gast. Ja, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Gameplay gegen E-Sport ist natürlich immer so eine Sache, aber war okay heute, muss ich sagen. Trotzdem ein bisschen was discarded, Leute. Wie gesagt, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Ich bin raus. Bis dahin, haut rein und ciao. Nice.